Spekulationen über die Finanzkraft der Deutschen Bank haben heute den Aktienkurs des Geldinstituts auf ein Rekordtief gedrückt. Die US-Justiz will die Deutsche Bank wegen zweifelhafter Hypothekengeschäfte mit einer Rekordstrafe belegen. Wir waren letztes Jahr häufig aus den falschen Gründen in den Schlagzeilen. Das war nicht gerade hilfreich. Journalisten sind hier traditionell unerwünscht. Jetzt dürfen wir rein und alle Fragen stellen. Wie ehrlich werden die Antworten sein? Wie gefährdet ist die Bank tatsächlich und wie gefährlich? Besucher werden von einer Weltkugel empfangen. Jeder soll sehen, Deutsch ist nur der Name. Wir sind eine Weltbank. Wir werden mit Bankern und externen Experten sprechen. Wir werden uns die Zahlen ansehen, nach den alten Lasten fragen und den neuen Risiken. Vorstandsetage 36. Stock, hoch über Frankfurt am Main. Der Blick geht weit in die Ferne. Hier ist oben und die Welt ist unten und klein. Die Deutsche Bank hat mehr als 100.000 Angestellte in 61 Ländern. Ein Riesenkonzern mit 1.300 Tochterunternehmen und einer Bilanzsumme von 1,6 Billionen Euro. Das klingt nach Staatsbehörde, aber das ist nicht so. Klingt jedenfalls nach deutscher Stabilität. Es gibt sie seit 100 Jahren. Was die tun, muss schon richtig sein. Aber man muss bedenken, dass da immer wieder neue Leute das Sagen haben. Seit Juli 2015 heißt der erste Mann im Haus John Cryan, angetreten als Sanierer, ein Brite. Rational, bescheiden, mit feiner Ironie. Jeden Dienstag versammelt sich hier das Vorstandsteam. Frankfurt, 34. Stockwerk, abhörsicher. Seit Herbst 2016 bestimmt die Krise die Tagesordnung. Altlasten, Strafen, schlechte Aktienkurse. Also ich bin eigentlich nicht so anfällig für Stress. Ich hoffe, das ist jetzt kein oberflächliches Gefühl und in meinem Inneren ist sehr viel Stress. Im Allgemeinen bin ich doch ziemlich entspannt. Vielleicht manchmal ein wenig zu rational, aber das gehört wohl zu meiner Rolle. I think that's part of the role. Einer der neuen starken Männer auf dem Weg in die Wochensitzung. Markus Schenk, erst Finanzvorstand, jetzt Chef der Investmentbank und Stellvertreter seines Chefs John Cryan. Erstmals darf ein Fernsehteam in der Vorstandssitzung filmen. Die Bank wirbt um Vertrauen. Sie hat es nötig. Gut 25 Millionen Jahresgehalt sind hier versammelt. Viel Geld, aber viel weniger als ihre Vorgänger bekamen, die die Bank in die Krise steuerten. Das große Geld war gestern. Heute ist John Cryan der Sanierer. Sein Auftrag, Zuversicht vermitteln. Christian Sewing, rechts im Bild, Deutschland- und Privatkundenchef und der andere Stellvertreter John Cryans. Der Vorstand der Deutschen Bank redet Englisch. 8 Herren und 2 Damen aus 5 Nationen, zur Not per Video zugeschaltet. Wir werden uns die Vergangenheit der Bank ansehen, um zu verstehen, wie es um die Gegenwart steht und wie um die Zukunft. 30. Juni 2016. Der Internationale Währungsfonds veröffentlicht eine Untersuchung. Auf Seite 29 ein erschreckender Satz. Die Deutsche Bank tritt als der bedeutendste Träger systemischer Risiken hervor. Also, wie gefährlich ist die Deutsche Bank? Wenn einer von diesen Dominosteinen fällt, nehmen wir an, dieser hier fällt, weil diese Bank das Vertrauen verloren hat, dann kann passieren, dass dann auch diese Bank fällt. Und wenn schon 2 gefallen sind, dann haben wir hier auf der Betrachterseite ein ganz großes Risiko, dass noch mehr fallen. Und dann haben wir, das nennen wir einen Herdeneffekt, dann haben wir plötzlich ein Misstrauen durch das ganze Bankensystem durch. Tönt
Für mich war die Deutsche Bank in Sachen Risiko lange in den Top 5, vielleicht Top 3 weltweit. Es geht um die Kultur, um die Struktur. Es sieht so aus, als habe man immer wieder dieselben Probleme, obwohl es neue Chefs gibt. Das zeigt doch, wie tief diese Probleme verwurzelt sind und wie schwer es ist, damit klarzukommen. Das, was der IWF dort aufruft, ist im Wesentlichen die Erkenntnis, dass die Deutsche Bank zu den deutlich vernetztesten Banken dieser Welt gehört. Und deswegen sind wir auch als eine global signifikante Institution bezeichnet. Ich persönlich halte das für eine logische Konsequenz unseres Geschäftsmodells und ich sage im Zweifelsfall auch weder ehrenrührig noch sonst was, sondern im Gegenteil, es ist eine Bestätigung der Bedeutung der Deutschen Bank im gesamten System. Keine Abmahnung, sondern ein Ehrentitel. Alles eine Frage der Deutung oder der Übersetzung. Netterweise hatte jemand Risk und Connectedness mit gefährlich übersetzt. Ich nahm uns nicht als gefährlich wahr. Wir sind weder eine Gefahr für uns selbst noch für das System. Natürlich sind wir eine große Bank und hoffentlich haben wir viele Geschäftsbeziehungen. And hopefully we have lots of connections. Im Herbst 2016 wird schlagartig klar, wie klein der Schritt von riskant zu gefährlich ist. Am 16. September kommt das Wall Street Journal mit einer Bombengeschichte. Das amerikanische Justizministerium fordert von der Deutschen Bank eine Milliardenstrafe wegen windiger Immobiliengeschäfte. Plötzlich scheint die systemrelevanteste Bank der Welt tatsächlich in Gefahr. Das war ein spannender Tag insofern, als wir alle gerade in Mailand auf einer Aufsichtsratssitzung waren und natürlich dann sehr schnell uns überlegt haben, wie gehen wir damit um. Und es war zu erwarten, dass die Zahl irgendwie Wellen schlagen würde in den Medien und an den Märkten, was sie ja dann auch getan hat. Wir waren sicher, die 14 Milliarden stimmen nicht, aber wir waren sicher, die Kundenreaktion wird jetzt so kommen. Das war das, was uns Sorge gemacht hat. Und das Problem an dem Thema ist, dass im Grunde genommen ein Problem dadurch entstehen kann, dass Leute erwarten, dass da ein Problem kommt. John Krein, der Vorstandsvorsitzende, ist da gerade mal ein gutes Jahr im Amt. Geholt, um die eh angeschlagene Bank zu sanieren. Er wird von der Meldung im September eiskalt erwischt. Ich war zunächst etwas irritiert. Die Veröffentlichung der Zahl musste in die Irre führen. Wir hatten überhaupt keine Absicht, diesen Betrag zu zahlen. Das haben wir nachdrücklich noch an dem Abend erklärt, an dem wir von der bevorstehenden Zeitungsgeschichte hörten. Kaum ist die drohende Milliardenstrafe bekannt, schlagen Hedgefonds zu. Sie verkaufen nicht nur massenweise Deutsche Bankaktien, sie reden auch noch lauthals darüber. Die Aktie fällt. Und genau darauf haben die Hedgefonds gewettet. Diese andauernde Unsicherheit brachte einige Kunden der Bank dazu, ihre Handelspositionen bei der Bank in Frage zu stellen. Und so kam es, dass innerhalb einiger Wochen, so um den 29. September herum, dass wir bei Bloomberg über einige Hedgefonds berichteten. Ein kleiner Anteil, etwa 10 Hedgefonds von insgesamt 800 mit ihren Kunden, hatte tatsächlich umgeschichtet. Manche haben aus Sorge um die Stabilität der Bank ihre Einlagen anderswo investiert. Das erinnert an das, was 2007, 2008 geschah. Kunden zogen lawinenartig Geld ab. Das Ganze kann doch richtig groß werden. Die Aktie bröselt seit Monaten. Nachdem Hedgefonds ihr Geld in aller Öffentlichkeit abgezogen haben, stürzt der Kurs auf Rekordtief. Der Aktienkurs ist bis auf 9 runtergegangen. Sozusagen der niedrigste Kurs, an den ich zumindest mich erinnern kann. Die Bank könnte billig übernommen werden, sie könnte zerschlagen werden, sie könnte vom Staat gestützt werden oder sie könnte sich weiter auflösen in Richtung Pleite. Die Kanzlerin versucht zu beruhigen und macht damit zugleich klar, wie ernst die Lage ist. Zur Deutschen Bank möchte ich nur so viel sagen, dass die Deutsche Bank ein Teil des deutschen
Banken- und Finanzwesens ist und dass wir uns natürlich wünschen, dass alle Unternehmen, auch wenn es temporäre Schwierigkeiten gibt, eine gute Entwicklung nehmen. Warum die Nervosität? Die Deutsche Bank steht im Zentrum des Finanzsystems, eng vernetzt über eine Vielzahl von Geschäften. Was würde es bedeuten, wenn sie pleite ginge? Fragen wir Bankenprofessor Burkhoff. Die Deutsche Bank ist für Deutschland essentiell. Wir müssten sie retten. Das könnte Steuerzahlergeld kosten. Dann hat Europa insgesamt weniger Geld. In einer ganz bitteren Situation hätten wir dazu kommen können, dass dann quasi der deutsche und europäische Steuerzahler indirekt quasi die Strafe an die Amerikaner bezahlen würde. Good afternoon. Can you take me to Deutsche Bank at 60 Wall Street, please? Sure. Thank you. Im Winter 2016 wird's hektisch. Karl von Rohr soll die 14 Milliarden Dollar auf ein verträgliches Maß runterverhandeln. Die Zeit läuft. Bis Ende des Jahres soll die Sache vom Tisch sein. Also Sie sitzen im Department of Justice in Brooklyn in einem Raum, ganz normalen Sitzungsraum, und sprechen da über die jeweilige sozusagen Sicht auf die Dinge und sind da natürlich unterschiedlicher Ansicht. Und sozusagen so geht das über Tage und Wochen und Sie tauschen Ihre Argumente aus, Sie tauschen Ihre Angebote und Gegenangebote aus. Verhandlungen kosten am Ende Geld und sie kosten Vertrauen. Je länger es dauert, desto mehr ist weg. Geld und Vertrauen. Natürlich war uns klar, da wird es Kunden geben, die darauf im höchsten Maße irritiert reagieren. Und da müssen wir uns auf einiges vorbereiten. Wenn so eine Unruhe ist, dann riskieren Sie natürlich immer, dass Sie Kundengelder verlieren. Ja, oder dass Sie sozusagen in der Zeit irgendwelche Kunden sagen, naja, wenn wir jetzt ein Geschäft haben, das schieben wir mal ein bisschen in die Warteschleife und kommen dann wieder, wenn das vorbei ist. Kunden, Kollegen, Aktionäre beruhigen, Zuversicht vermitteln. Rund um die Uhr, rund um den Globus. Nichts ist jetzt wichtiger. Vertrauen verlieren heißt Geld verlieren. 20, 30 Millionen, Monat für Monat. Die Bank muss das stoppen. Nur wie? Kann man einer Bank, der eine solche hohe Strafe droht, noch vertrauen? Und damit kommt möglicherweise das Institut ins Wackeln, selbst wenn substanziell gar nicht viel dahinter ist. Denn die Bank lebt eben vom Vertrauen. Der Ruf der Bank ist schwer lediert. Jetzt hilft nur noch die Flucht nach vorn. Das neue Management ordnet Offenheit an. Konzernsprecher Jörg Eigendorf lädt uns ein, an einer Konferenz für Führungskräfte teilzunehmen. Wenn wir uns falsch verhalten, Sie alle wissen das, Sie können Dinge für eine Weile vertuschen, aber am Ende kommt alles raus. Man kann nicht etwas tun, was man nicht ist. Man kann nicht versuchen, etwas vorzugeben, was man nicht ist. Man muss leben, was man sein möchte. Aber wie möchte man sein? Offen, glaubwürdig. Deshalb dürfen wir filmen. Doch der Konzernsprecher verrät auch Angst vor zu viel Offenheit. Sie werden genau das sehen, was wir Ihnen zeigen möchten. Das alte Selbstbewusstsein ist angeschlagen. Wenn Sie früher gesagt haben, wo sind Sie beschäftigt, dann haben Sie gesagt, Deutsche Bank, dann kamen keine Nachfragen mehr. Das war von der Reputation eine 1A-Adresse, war auch irgendwo ein Grund, warum ich überhaupt den Beruf des Bankkaufmanns gewählt habe. Denn der Bankkaufmann stand für eine ganz solide Ausbildung und wenn man dann die Chance hatte, das Glück hatte, bei der Deutschen Bank zu lernen, dann war das ein toller Einstieg in das Berufsleben. 5. Dezember 2016. Seit bald 3 Monaten wird über das Schicksal der Deutschen Bank spekuliert. Noch immer fordert Amerika 14 Milliarden. Die internationale Wirtschaftspresse ist zum vertraulichen Hintergrundgespräch in die Gästevilla eingeladen. Adresse vergangener Herrlichkeit. Wenn die Journalisten nach diesem Abend der Deutschen Bank ein wenig mehr trauen und zutrauen, ist schon viel erreicht. Es war eine intensive Zeit. Ich wollte mich selbst drum kümmern. Es war eine wichtige Situation für die Bank und wir wollten die Angelegenheit so schnell wie möglich lösen. Aber klar, in solchen Verhandlungen hast du niemals die Kontrolle über den Zeitplan. Es hat ein bisschen länger gedauert, als uns lieb war. Es dauert viel länger als gedacht und bietet für diesen Abend reichlich Gesprächsstoff. Was wird denn nun mit den 14 Milliarden? Und wie will die Bank in Zukunft eigentlich wieder Geld verdienen? Denn ohne Profit bleibt die Bank gefährdet und gefährlich. Oberchef Crine im Zentrum. Investmentbankchef Schenk.
Und Privatkundenchef Christian Sewing schwer bemüht. Kronprinzen. Einer von beiden dürfte John Crine nach getaner Sanierungsarbeit im obersten Chefsessel ablösen dürfen, wenn alles gut läuft. Sewing drückt auf die Tube. Matthias Buck, einer der 7 deutschen Regionalchefs, soll seine Kunden persönlich beruhigen. Erklär den Leuten da draußen, dass wir es schaffen. Die 14 Milliarden, die überleben wir. So wie wir alle Krisen überlebt haben in der 147 Jahre alten Firmengeschichte. Also raus ins Land, hin zur Kundschaft. Es gab Tage oder Wochen, muss ich sogar sagen, wo ich am Tag 20 Kundenkontakte hatte, weil es den Kunden natürlich auch darum ging, persönlich mal zu erfahren, was ist da los bei der Bank. Das müssen sie erklären. Sie müssen den Kunden sagen, die Bank ist weiter stark und stabil. Gleichzeitig haben sich Mitarbeiter, die sich Sorgen machen. Nicht nur die Kunden sind auf dem Land, auch hunderte Filialen. 188 werden dicht gemacht. 500 Filialen bleiben übrig. Zehntausende Mitarbeiter haben Sorgen. Ich glaube, dass es in 5 oder 10 Jahren viele Geschäfte ist und geben wird, wo der Kunde den persönlichen Berater sehen möchte, wo er über eine komplexe Baufinanzierung selbst mit dem Berater sprechen möchte oder eine Erbangelegenheit regeln möchte. Die Postbank. Nicht gerade für komplexe Finanzierungen, aber für simple Alltagsgeschäft. Die Deutsche Bank hat die einstige Posttochter gekauft, wusste da nicht so recht, wohin damit. Einbinden, loslassen, verkaufen wollen, klappte alles nicht. In diesem Frühjahr beschließt das Management, die etwas ordinäre Tochter auf Dauer als Billigmarke im Konzern zu behalten. Which was a U-turn, a Kehrtwende. Es wurde als Kehrtwende verstanden, dass wir entschieden haben, die Postbank zu behalten. Strategisch sind wir nie mit ihr klargekommen. Aber es ist doch völlig sinnlos zu sagen, dass wir hier in Deutschland fest verwurzelt sein wollen, um dann die kundenreichere Postbank zu verkaufen und es bei der kleineren eigenen Filialbank zu belassen. Ingo Speich verwaltet bei Union Investment die Sparmilliarden deutscher Volksbankkunden. Unter anderem hat er für rund 60 Millionen Euro deutsche Bankaktien. Speich ist ein Aktionär, der nicht alles schluckt. Für die Deutsche Bank ist die Integration der Postbank sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer. Und man braucht eigentlich die Postbank nicht. Von daher ist es unter dem Strich eher negativ zu sehen. Eigentlich kommt die Deutsche Bank aus ganz anderer Tradition. Von alters her dient sie dem deutschen Unternehmertum. Deutschland ist das perfekte Beispiel für ein Land, das mit einem konservativen Ansatz über lange Zeit sehr gut gefahren ist. Fokussiert auf den Kunden, auf Firmenkunden und so weiter. Die moderne deutsche Volkswirtschaft wurde nicht auf Basis spekulativer Finanzgeschäfte errichtet. Andere Länder wie die USA haben immer schon auf Spekulation gesetzt, sie nicht. Lob vom ehemaligen IWF-Mann. Dabei war das deutsche Geschäft der Deutschen Bank lange peinlich. Regionalchef Matthias Buck auf dem Weg zum Kunden. Firma Gietze, Verpackungen in 51702 Bergneustadt im Bergischen Land. Der deutsche Joghurtbecherkönig. Mittelstand wie aus dem Bilderbuch. Mit Fabriken in Europa und neuerdings in Kanada. Der Chef ist sicher. Amerika mit seiner groben Plastikverpackung braucht feine deutsche Bechertechnik. Einige Kunden haben wir, aber ich würde mir wünschen, einen Gesprächspartner in Nordamerika zu haben, mit dem ich über eine neue Kundenbasis, hilfsweise sogar über neue Kontakte sprechen kann. Ein Klacks für die internationale Deutsche Bank. Und von daher würde ich einfach mal Kontakt mit unseren New Yorker Kollegen aufnehmen. Wir haben da Research-Analysten, die auch zum Beispiel im Nahrungsmittelbereich unterwegs sind, im Lebensmittelbereich. Und da würde ich einfach mal einen Kontakt herstellen. Vom breiten Weg in Bergneustadt zur Wall Street in New York. Ein internationales Netzwerk. Dieser Deutschbanker heißt William Schmitz und natürlich hilft er gern.
Oh yeah, absolutely. You know what I'll do is when I get back to my. Ja klar. Sobald ich wieder an meinem Schreibtisch bin, suche ich die Sachen zusammen. Entwicklungen in der Lebensmittelindustrie und im Einzelhandel. Deutscher Joghurtbecher goes America. Auch das ist Investmentbanking. Investmentbanker begleiten Unternehmen und Staaten bei Geschäften und wenn sie Aktien oder Anleihen verkaufen wollen. Sie beraten Unternehmen bei Börsengängen und Unternehmenszusammenschlüssen. Und sie jonglieren mit Wertpapieren, Devisen und Finanzprodukten aller Art. Investmentbanker sind die, die für die Bank das richtig große Geld verdienen. Die Investmentbanker der Deutschen Bank wollten's wissen, gingen ins Mutterland des Kapitalismus USA und brachten die richtig großen Risiken heim. Deals, die den Währungsfonds aufschrecken und das amerikanische Justizministerium in Marsch setzen sollten. 1995 fiel die Entscheidung, sich radikal zu verändern. Von einer irgendwie langweiligen, konservativen europäischen Firmenkundenbank, die vor allem Industrieunternehmen Geld lieh, hin zu einer Hochrisiko-Investmentbank mit Derivatehandel und Verbriefungsgeschäft. Das verlangte Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie selbst nicht besaßen. Ich erinnere, als wir so auf einen Universitätscampus gingen, um neue Mitarbeiter für die Deutsche Bank zu begeistern, hatten wir wenige, die kamen. Und so haben sie sich Bankers Trust gekauft, um einen Fuß ins US-Investmentbanking zu kriegen. Nach Bankers Trust kamen dann Hunderte. Plötzlich waren wir ein Teil Amerikas. Das Investmentbanking in den USA hat sich auch gewandelt und hatte sich vorher schon gewandelt. Von einem Beratungs- und Emissionsbegleitungsgeschäft zu einem Eigenhandelsgeschäft, mit Eingehen von immer mehr Risiken. Der Eigenhandel befeuert die Zockereien. Banken leihen sich zu besonders günstigen Konditionen gegenseitig Geld. In einem vorher nie gekannten Ausmaß wird es möglich, Geschäfte mit Wertpapieren, Devisen, Gold oder Derivaten zu machen. Für den eigenen Profit und den der Banker, die riesige Provisionen kassieren. Das kann aber auch schiefgehen. Damals zählte nur, Hauptsache wir sind dabei. Jahre später kommen die Rechnungen. Es kostet Milliarden und Vertrauen. Der war mit als erster dabei, ganz vorne dabei. Und wurde zur Belohnung gar Chef der ganzen Deutschen Bank. Anshu Jain. Von London aus hatte Anshus Army die Deutsche Bank erobert. Ihr schien die Zukunft zu gehören. Unter ihrem Kommando machte die Bank jahrelang riesige Umsätze. Und je höher das Risiko, desto höher der mögliche Gewinn. Schnelles Geld für harte Jungs, die auf Risiko stehen. Some firms view themselves as sort of swashbuckling Wild West Cowboys. Einige Unternehmen sahen sich als verwegene Cowboys, die irre Risiken eingingen, um Geld zu verdienen. They know that they'll make money. Seit 1995 hat die Deutsche Bank ihren Mitarbeitern so in etwa 65 Milliarden Euro an Boni gezahlt. Das ist unglaublich viel Geld. Es gab Leute mit einem Bonus von 100 Millionen oder mehr für ein Jahr. Sie wurden belohnt, um außerordentliche Risiken einzugehen. Das ist problematisch. Früher oder später geht etwas schief. Und bei der Deutschen Bank lief es gewaltig schief.
Sie konnten nicht mehr kontrollieren, was sie in Gang gesetzt hatten. Im Mai 2015 kann sich auch Anshu Jain nicht mehr halten. Kurz nach der Hauptversammlung ist für ihn Schluss. Ich denke, das Thema Eigenhandel hat einfach zu überhöhten Risiken in den Banken geführt. Das müssen wir echt nicht wiederholen, weil ich sag mal, wenn sowas nochmal passieren würde, weiß ich nicht, wie der Bankensektor danach aussehen würde, so es denn noch einen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dann laufen wir alle in eine Verstaatlichung rein und das wird, glaube ich, auch nicht zu einer Verbesserung führen. Besserung gelobt die Bank auch beim heiklen Derivatehandel, der eng verknüpft war mit der Krise. Wer Derivate kauft, wettet auf die Zukunft. Wer heute denkt, dass eine Währung oder Rohstoffe, Öl oder Schweinehälften in einigen Monaten mehr wert sind, kauft einen Gutschein für dieses Produkt. Dann verkauft er, sobald es mehr wert ist. Glück gehabt. Geld verdient. In times of economic growth, in Zeiten des Fortschritts, wenn die Wirtschaft wächst, fühlen sich auch andere Leute vom Bankgeschäft angezogen. Die haben vielleicht Lust auf Risiko, wollen was erleben. Und was es zu erleben gab. Derivate aus den USA brachten die globale Bankenkrise ins Rollen und bedrohen die Deutsche Bank am Ende mit einer Milliardenstrafe. Was war geschehen? Die Deutsche und andere Banken hatten Hypotheken in Derivate verpackt und verkauft, ohne den Käufern zu sagen, dass die Hypotheken ihr Geld nicht wert waren. Sie kauften Hypotheken, viele davon faul. Ganz offensichtlich wussten sie, dass viele davon voll waren. Sie schnürten sie zu Derivatepaketen, die haben sie dann in die ganze Welt verkauft. Damit nicht genug. Deutschbanker wetteten sogar auf den Wertverlust der eigenen Papiere und damit darauf, dass die eigene Kundschaft Geld verlieren würde. Zu viel Spaß am Risiko ist jetzt verpönt. Zumindest wenn man den zahlreichen Kontrolleuren, Risikomanagern, Aufpassern in der Bank glaubt. Unter Leitung dieser Frau, die von der französischen Bankenaufsicht kommt. Banking may will go back to a kind of boring activity, and that's fine. Das Bankgeschäft entwickelt sich zu einer etwas langweiligeren Sache zurück. Und das ist gut. Wir sind dazu da, mit Risiken umzugehen. Für unsere Unternehmenskunden und für Privatkunden. Das ist oft nicht sehr schillernd, aber es trägt zur Wertsteigerung in der Weltwirtschaft bei. Das kann man als ein bisschen langweilig ansehen, aber es nützt der Wirtschaft und sollte anerkannt werden. Kurz vor Weihnachten 2016 steht fest, wie hoch die Strafe ist, die die Bank tatsächlich für ihre windigen Immobiliendervate zahlen muss. Die Deutsche Bank konnte das Justizministerium von den ursprünglichen 14 auf dann 7,2 Milliarden Dollar runterhandeln. Das war ein unglaublich guter Deal für die Deutsche Bank. Die nehmen 7 Milliarden vom Geld ihrer Aktionäre. Sie bezahlen damit das Justizministerium, das sie erpresst hat und darüber entscheidet, ob sie in diesem Land Geschäfte machen dürfen. Und die Sache ist erledigt. Der amerikanische Staat bekommt direkt sogar nur 3,1 Milliarden Dollar. Die restlichen 4,1 Milliarden sind Rabatte, die geschädigte Kunden angeboten bekommen. Die Bank soll Häuslebauern, die ihre Raten nicht mehr zahlen können, Schulden erlassen und von der Krise geschundene Gemeinden unterstützen. Der größte Fall ist praktisch vom Tisch, aber es ist nur einer von 8.000. Wer in der Rechtsabteilung arbeitet, muss sich um seinen Arbeitsplatz keine Sorgen machen. Die Deutsche Bank, eine Großkanzlei mit Banklizenz. Es gibt ja diese unglückliche Zahl von 8.000 Rechtsfällen. Die ist immer ein bisschen irreführend, weil wenn Sie sich genauer angucken, was sind eigentlich die Fälle, die wirklich signifikant sind oder Relevanz haben, dann sind das am Ende etwas weniger als 20 Fälle. Und diese etwas weniger als 20 Fälle machen 90% unserer Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten aus. Das heißt, die 7.000 und ein paar andere sind im Wesentlichen Fälle,
die aus unserem Massengeschäft kommen. Und das ist gar nicht ungewöhnlich. Mag sein oder auch nicht. Wir würden es gern überprüfen, mit anderen Banken vergleichen. Aber andere Banken veröffentlichen die Zahl ihrer Rechtsfälle nicht. Die Deutsche Bank aber gibt sogar ihre Strafzahlungen preis. In den vergangenen 5 Jahren hat sie zusammengerechnet 15 Milliarden Euro an Strafen gezahlt. Es ist sehr enttäuschend, wenn sich Kollegen so verhalten. Wir müssen aus diesen Fehlern lernen und mit allem, was uns zur Verfügung steht, dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passiert. Deshalb wurde die interne Kontrolle verbessert. Ein nagelneues Risikozentrum der Bank in Berlin. 650 Naturwissenschaftler und Kaufleute kalkulieren alles, was schiefgehen kann, von Naturgewalten bis zu Fehlspekulationen. Wir haben strengere interne Kontrollen eingeführt. Die Arbeit in der Bank muss mit all unseren Regeln übereinstimmen. Gesetze und Staatsauflagen sind da nur das absolute Minimum. Es geht auch um unsere internen Werte und um das, was die Gesellschaft von Banken erwartet. Klingt gut. Und wie sieht die Praxis aus? Auch unter dem neuen Management gibt es schon wieder neue Fälle. Russische Kunden durften bei der Deutschen 10 Milliarden Dollar Schwarzgeld waschen. Noch vergangenes Jahr hatte die Bank ihre riesigen Derivategeschäfte in den USA nicht im Griff. Die Aufsichtsbehörde hat deshalb einen Aufpasser geschickt. Der kann machen, was er will. Und die Bank muss ihn bezahlen. Und die englische Aufsichtsbehörde kritisiert den Aufsichtsrat. Die Aufsichtsbehörde ordnet die Stellungnahmen der Deutschen Bank als waghalsig ein. Dass die Verantwortlichen zum Top-Management gehören, ist besonders bedenklich. Wie hoch die Strafen sind, mit denen Sie hier noch rechnen, haben wir im Geschäftsbericht nachgelesen. Die Deutsche Bank ist mit 7,6 Milliarden Euro Rückstellungen für Prozessrisiken und Behördenstrafen ins Jahr 2017 gegangen. So viel wie nie zuvor in der Geschichte der Bank. Für ihre Deals hat die Bank Milliarden an Strafen gezahlt. Derlei Geschäfte mache sie heute nicht mehr, behauptet sie. Aber was schlummert noch an Derivate-Leichen im Keller? Wie gefährlich dieses Risiko ist, ist von außen nicht zu beurteilen. Bekannt ist nur der Wert des Derivatebestands der Deutschen Bank. Ich kann verstehen, dass die Zahlen, die man liest, so groß sind, dass man einen gehörigen Respekt davor hat. In dem Sinne vielleicht nicht Angst, aber das sind Größenordnungen, wo man schon erstmal sagt, naja. Sie glauben doch nicht, dass in der heutigen Welt und in der heutigen regulatorischen Umwelt, in der wir uns befinden, diese Positionen noch geduldet würden, wenn sie nicht entsprechend abgesichert und auch stabil gesehen wird. Glauben? Wir würden es gern wissen. Fast 500 Milliarden in Derivaten. Um zu wissen, welches Risiko darin steckt, muss ständig kontrolliert werden. Der Aufsichtsratschef versichert, dass die Kontrolle lückenlos sei. Überprüfen können wir es nicht. Immerhin führte auch der enorme Derivatebestand dazu, dass der Internationale Währungsfonds die Deutsche Bank zum größten Risikolieferanten erklärte. Amerikanische Banken sind nur bedingt vergleichbar. Aber auch unter europäischen Vergleichsbanken hat die Deutsche die meisten Derivate in der Bilanz stehen. Insgesamt 30% der Bilanzsumme. Februar 2017. John Crine reist etwas sorgenfreier zum Weltwirtschaftsforum nach Davos in die Schweiz. Doch alle hier wissen, die 14 Milliarden Drohung war nur eine von vielen Gefahren für die Deutsche Bank. Der Weltkonzern, der auch die übrige Geldelite in Gefahr bringen kann, ist noch lange nicht übern Berg. Da ist noch der große, heikle Derivatebestand. Und die Bank verdient nicht genug und gibt zu viel aus.
Wie kann es sein, dass eine Bank mehr ausgibt, als sie einnimmt? Diesem Herrn muss der Vorstand Rechenschaft ablegen. Paul Achleitner hat sie alle geheuert. Er ist der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank. Haben Sie manchmal das Gefühl, es fehlt in der Bank noch Kostenbewusstsein? Ja. Die Deutsche Bank ist ein Sanierungsfall. Kostenabbau, das bedeutet in fast jedem Unternehmen Stellenabbau. Und auch das kostet wieder. Hohe Abfindungen, aber auch Vertrauen und Sicherheit. Insgesamt weltweit bauen wir 16.000 Mitarbeiter ab, davon 4.000 in Deutschland. Und das sind erhebliche Zahlen, das sind keine schönen Zahlen, aber am Ende ist es das, was erforderlich ist, um die Bank auch wieder profitabler aufzustellen. Wie will die Deutsche Bank neue Geschäfte machen? Darauf haben wir noch immer keine überzeugende Antwort erhalten. John Crine, der gelassene Sanierer. Er kürzt und spart und muss zugleich Milliarden investieren, nur um den Laden am Laufen zu halten. Beispiel Computersysteme. In den 60ern angelegt. Neue Technik kommt mit den Jahren dazu und versteht sich nicht mit der alten. Derzeit laufen 38 verschiedene Betriebssysteme bei der Deutschen Bank. Meines Wissens gibt es in Deutschland keine größere Bank, die eine solche veraltete Systemlandschaft im Hintergrund hat. Der zweitgrößte Standort der Deutschen Bank auf der Welt heißt Indien. 10.000 Inder erledigen, was die Elektronik nicht automatisch schafft. Damit soll langsam Schluss sein. Es werden Milliarden in Computersysteme investiert. Und während in der Bank allgemein Einstellungsstopp herrscht, dürfen zwei Abteilungen heuern. Neben den internen Kontrolleuren ist das die Computerabteilung. Dringend nötig. Beispiel Derivategeschäft in Amerika. Fehlerhafte Computer führten 2016 fast zum Kollaps. Trotz dringender Mahnungen der Aufsichtsbehörde wurden die Rechner nicht repariert. Unglücklicherweise sieht es so aus, als habe die Deutsche Bank keine angemessenen Aufzeichnungssysteme. Nach einem Systemausfall 2016 wussten sie eine Weile nicht über ihre Handelspositionen Bescheid. Das ist, als ob sie mit offenen Arterien daliegen, eine Menge Blut verlieren oder tot sind, bevor sie entdecken, wie es um sie steht. Gar nicht gut fürs Vertrauen ins Investmentbanking. Wird denn hier wenigstens das große Geld verdient? Oder bringen die soliden, aber ein wenig langweiligen Heimatbanker mehr? Wenn man die Abwicklung fauler Geschäfte einrechnet, hat das Investmentbanking vergangenes Jahr 880 Millionen Euro Verlust gemacht, während das Privatkundengeschäft 610 Millionen Euro Gewinn eingefahren hat. Glaubt man der Bank, startet das Investmentbanking jetzt aber frisch saniert durch. Nur dann wird die Deutsche Bank weiter in der Belle Etage der Finanzindustrie residieren und bei den Großen mitspielen. Damit scheint aber auch klar, wer von den beiden Kronprinzen, Markus Schenk und Christian Sewing, die besseren Chancen besitzt, die Nachfolge von John Crine eines Tages anzutreten. Nämlich der selbstbewusste Chef des Investmentbankings. Wir haben die Bälle aus dem Strafraum rausgehauen. Wir haben hinten die Null gehalten letztes Jahr. Es war ja kein so ganz einfaches Jahr. Aber jetzt müssen wir irgendwann, um ein Spiel zu gewinnen, müssen wir auch mal wieder in den, das ist mal gegnerische Hälfte und auch mal wieder ein Tor schießen. Null gehalten? Die Konkurrenz ist längst enteilt. Selbst die kleine Commerzbank ist profitabler. Nur die Deutsche Bank schloss 2016 erneut mit Verlust ab. Wir wollten wissen, wie gefährdet ist die Deutsche Bank? Und wie gefährlich? Mitte Mai 2017, Hauptversammlung der Aktionäre. Rechtsvorstand Karl von Rohr ist deutlich entspannter als vor einem halben Jahr. Und auch die Aktionäre sind besser drauf als noch wenige Monate zuvor. Damals war alles denkbar. Selbst eine Rettung mit Steuergeld. Das ist vorbei. Die 12-Stunden-Veranstaltung ist ein Spaziergang verglichen mit vergangenen Kriseneinsätzen.
Die riskanteste Bank der Welt ist nicht mehr die gefährlichste. Die Banker sind deutlich bescheidener geworden. Ich bin nach fast 2 Jahren als Vorstandsvorsitzender fest davon überzeugt, dass unsere Deutsche Bank sehr viel zum Wohl unserer Kunden und der Gesellschaft als Ganzes beiträgt. Nur wird das kaum mehr gesehen. Der Chef gibt sich Mühe, hat eifrig Deutsch gelernt. Dabei ist die Deutsche Bank immer weniger deutsch. Ein chinesischer Milliardär, die Scheichfamilie von Katar, ein amerikanischer Fonds sind Großaktionäre. Die wollen endlich wieder Gewinne sehen. Banking heißt gutes Risikomanagement. Riskiert die Bank zu wenig, verdient sie nichts. Riskiert sie zu viel, geht sie pleite. Lässt sie sich mit den falschen Leuten ein, kostet das auch wieder Geld und Vertrauen. Immobilienmogul Donald Trump. Erst Großkunde der Deutschen, dann gab's Zank und Streit. Geschäftsabbruch. Die Privatbanker holten Trump wieder zurück. Die Familie nebst Schwiegersohn gleich mit. Abgeordnete in Amerika fragen jetzt, was tut diese Deutsche Bank mit unserem Präsidenten? Einem Präsidenten, der dabei ist, die strenge Bankenregulierung zu lockern. Im Februar 2017 unterschreibt er einen Arbeitsauftrag an den Finanzminister. Die harte Regulierung, nach der Bankenkrise eingeführt, möge doch eilig gelockert werden. Die haben einander gebraucht. Wir reden jetzt über die Zeit vor der Präsidentschaft. Donald Trump bekam von anderen Banken kein Geld. Mit solchen Kunden musste sich die Deutsche Bank dann begnügen, weil sie nicht an die wirklichen Top-Kunden herankam. Das ist also eine Art Symbiose, die die beiden entwickelt haben. Die Balance zwischen wieder Geld verdienen, keinen Mist machen und obskure Geschäftspartner meiden ist schwierig. Wenn diese Balance nicht gefunden wird, bleibt es schwierig für die Deutsche Bank. Es geht um gutes Wirtschaften und es geht um Vertrauen. Ich glaube, die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz ist das Hauptrisiko, das die Deutsche Bank hat. Wenn es uns nicht gelingt, dass breite Kreise der Bevölkerung, der Medien und der Politik Verständnis dafür bekommen, dass es eine wichtige Grundvoraussetzung für den Erfolg der deutschen Volkswirtschaft ist, ein global wettbewerbsfähiges, kapitalmarktorientiertes Finanzinstitut zu haben und dieses auch gesellschaftlich zu unterstützen, dann werden wir langfristig nicht erfolgreich sein. Dazu müssen wir als Bank vieles tun. Ob uns das gelingt, wird sich weisen. Aber diese Akzeptanz oder das Fehlen einer derartigen Akzeptanz betrachte ich als das größte Risiko, das wir haben können. Akzeptiert wird, wer glaubwürdig ist. Es geht um Vertrauen. Und es geht um nackte Zahlen, um Geschäfte. Am Ende zählt, welche Geschäfte die Bank macht und welche sie nicht macht. Wie hatte der Konzernsprecher gesagt? Sie können Dinge für eine Weile vertuschen, aber am Ende kommt alles raus. Man kann nicht etwas tun, was man nicht ist. Man kann nicht versuchen, etwas vorzugeben, was man nicht ist. Man muss leben, was man sein möchte.